Hallo und herzlich willkommen zum neuen YouTube-Video. In diesem Video erfährst du, wie du mehr Kontrolle auf deinen geraden Aufschlag hinbekommst, um das für dich als Spieler natürlich sinnvoll einzusetzen. Ich zeige dir in diesem Video, wie du mehr Konstanz in deinen Aufschlag bekommst und dadurch natürlich auch signifikant deine Aufschlagquote steigern kannst, um dann natürlich auch langfristig gesehen mehr Punkte zu holen und natürlich auch mehr Matches zu gewinnen. Ich wünsche dir nun ganz viel Spaß beim Video und lass uns nun mit den Tipps starten, wie du deinen Aufschlag konstant hinbekommst. Um einen guten, konstanten Aufschlag hinzubekommen, sind natürlich viele Faktoren wichtig. Ich möchte heute auf drei wichtige Faktoren eingehen, damit du es auch nicht so schwer hast, das Ganze in die Tat umzusetzen. Das Allerwichtigste ist eine klare, strukturierte, flüssige Bewegung beim Aufschlag. Das heißt, der Aufschlag sollte in einer flüssigen, runden Bewegung ablaufen, sodass ich hier natürlich auch den Schwung aus der gesamten Bewegung, aus der gesamten motorischen Kette mitnehmen kann. Wichtig ist für mich, wenn ich vor allem gerade Aufschläge mache, dass ich versuche, mit meinem Schläger dem Ball lang hinterher zu folgen, und zwar in die Richtung, wo ich den Ball auch hinschlagen möchte. Und je klarer diese Bewegung ist, desto leichter wird es für mich auch zu lenken sein. Häufig beobachte ich Leute beim Aufschlagen, die ihre Bewegung im Bewegungsrhythmus einfach viel zu häufig ausbremsen und den Schläger dann aus irgendeiner seitlichen Bewegung reindrehen und dadurch natürlich komplett die Koordination und die Kontrolle über den Schlag verlieren. Deswegen ist es hier so wichtig, dass ich versuche, eine ganz klare Bewegungsvorstellung zu haben, ja, wie mein Aufschlag aussehen soll und wie der Schläger hinterm Ball hergeführt werden soll. Ich mache euch erstmal das richtige Beispiel vor. So, der Aufschlag wird ganz klar hinterhergeführt. Das heißt, ich wollte jetzt ganz bewusst den Aufschlag nach innen aufschlagen und habe dementsprechend hier meinen Schlagarm der Richtung hinterhergeführt, um dann natürlich hinten raus an der Seite vorbeizuführen. Aber es war eine ganz klare Bewegungsstruktur, die von hinten aufgebaut worden ist und dann nach vorne folgend dem Ball hinterhergeht. Häufig sehe ich Menschen, die, wie gesagt, eine Bewegung nicht so rund laufen lassen. Das heißt, wo dann zum Beispiel hier in der Bewegungsabfluss da gehackt wird und dann kommt im Endeffekt da auch keine Power mehr aus dem Aufschlag raus. Deswegen ist es hier für euch so wichtig, dass ihr versucht, hier eine ganz klare Struktur auch im Schwung schon zu haben, dass ihr euch hier auch die Zeit nehmt, diesen Schwung ruhig auch als Trockenschwung durchzuführen, um dann wirklich auch von da aus in eure klare Struktur reinzukommen. Entscheidend ist natürlich immer das, was im Treffpunkt passiert. Ja? Und je klarer wir dann in dem Moment zum Treffpunkt hingehen, desto einfacher wird es für mich auch hier, den geraden Aufschlag zu lenken. Eine gute Übung dafür sind natürlich immer Trockenschwünge. Das heißt, ich versuche darauf zu achten, dass ich von hier aus einen flüssigen Bewegungsablauf habe und auch schon bei den Trockenschwüngen gezielt in die Richtung lenke, wo ich auch hinschlagen möchte. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Aufschlag nach innen spielen möchte von hier aus, dann versuche ich meinen Schläger auch ein bisschen mehr in Richtung innen zu lenken, in der klaren Bewegung. Wenn ich den Aufschlag nach außen lenke, dann versuche ich den Schlag schon ein bisschen mehr nach außen wegzudrehen, um mich auch dann von hier aus mit meiner Schlagbewegung in die richtige Richtung zu lenken. Und der zweite Step ist natürlich, dass ich versuche von hier aus mit meinen Trockenschwüngen so zu arbeiten, dass ich dann vielleicht nach dem zweiten oder dritten Trockenschwung von hier aus den Ball einfach hochwerfe und dann versuche ganz klar der Bewegung zu folgen. Ihr seht schon, da sind keine Stocker drin, das heißt, die Bewegung läuft flüssig durch und dadurch habe ich natürlich auch dann ein gutes Schwungverhalten auf dem Ball, brauche wenig Kraft dafür und kann dann natürlich auch hier lieber den Schwung dazu benutzen, um die Kontrolle reinzubekommen und vor allem um die Richtung zu lenken, als mich dann auch darum zu kümmern, da Masse reinzubringen oder Muskulatur anzuspannen und da viel Kraft aufzubauen. Je leichter der Schwung ist, desto mehr Energie kommt raus. Und dann kann ich das Ganze auch von hier aus mit Schnellkraft lenken und dadurch habe ich natürlich viel mehr Potenzial für meine Kontrolle im Schlag. Der zweite ganz wichtige Faktor für einen konstanten Aufschlag ist natürlich hier vor allem immer auch die Treffhöhe. Die Treffhöhe ist dafür entscheidend, ja, wie mein Winkel aufs Feld steht. Und je höher der Winkel ist, je weiter ich oben bin, desto einfacher wird es für mich, den Ball von oben nach unten ins Feld runter zu lenken. Deswegen ist es hier ganz entscheidend wichtig, dass euer Ballwurf wirklich so hoch geht, dass ihr auch die Zeit habt, euren Treffpunkt an der höchsten Stelle zu haben, da wo der Arm gestreckt ist. Ihr seht häufig auch immer Profis oder gute Spieler, die zum Ball hoch springen. Dadurch versuchen sie natürlich automatisch auch ihre Treffhöhe zu verbessern, ja, und dadurch natürlich noch einen besseren Winkel zu haben. Das heißt, je besser euer Winkel von der Aufschlagposition ist, desto leichter wird es für mich, weil das Feld sich ein bisschen mehr öffnet, den Ball auch dann ins Feld reinzulenken. Deswegen solltet ihr ganz gezielt darauf achten, dass eure Treffhöhe immer da ist, wo der Arm gestreckt ist und da, wo der Schläger am höchsten Punkt ist, weil ich nämlich da an dem besten Winkel aufs Feld habe und natürlich auch dann dadurch die meiste Konstanz und Kontrolle reinbekomme. Je tiefer ich den Ball treffe, desto schlechter wird mein Schlagwinkel und dementsprechend muss ich dann auch immer versuchen, den Ball, ich sag mal, mit einer leichten Flugbahn nach oben zu spielen. Das möchte ich ja nicht. Ich möchte ja gucken, dass ich über meinen Aufschlag natürlich ein bisschen Druck erzeugen kann, aber immer noch eine gute Konstanz und eine gute Stabilität in meinem Aufschlag habe. Das möchte ich kurz zeigen in einem negativen und einem positiven Beispiel. Wenn mein Ballwurf jetzt zu tief ist, ja, wird natürlich der Winkel aufs Feld schwieriger. Das heißt, wenn ich dann Gas gebe,
segelt der Ball eher gerade raus und dadurch kann ich natürlich hier auch nicht das Feld unbedingt mit einer hohen Geschwindigkeit treffen. Deswegen ist es für mich so signifikant wichtig, dass ich versuche, den Treffpunkt weit oben zu haben, dass ich dann vom Winkel her auch gut runterspielen kann. Ihr habt schon gesehen, ich drücke mich zum Aufschlag hoch. Das ist nicht immer Pflicht, vor allem wenn man als Anfänger unterwegs ist. Aber trotzdem ist mein Treffpunkt, ist der Arm gestreckt im Treffpunkt. Und ich versuche, an den höchsten Punkt ranzukommen, den mein Arm erreichen kann. Da ist eine gute Treffhöhe, um mich auch bestmöglich den Winkel auszunutzen. Um auszuloten, wie hoch euer höchster Treffpunkt ist, gibt es eine ganz coole Übung, und zwar an so einer Bande hier. Ja, versucht ihr einfach mal den Arm zum einen erstmal ganz hoch rauszustrecken, ja, und seht mal, okay, da oben kann ich dran, das ist mein höchster Treffpunkt. Und wenn ihr das rausgefunden habt, dann versucht das Ganze mal mit Ball anzupeilen. Ihr seht schon, ich werfe den Ball am Zaun hoch, ja, und versuche dann in meinen höchsten Treffpunkt reinzukommen. Das ist sogar noch ein bisschen zu tief, weil ich kann beim Aufschlag ja noch höher quasi an die Schlägerspitze gehen, sodass ich da oben auch eine gute Beschleunigung von der Schlägerspitze mitnehme. Aber das wäre jetzt zum Beispiel meine Treffhöhe. Und dadurch, dass ich mich noch zum Aufschlag abdrücke, nach oben rausdrücke, müsste ich meinen Ballwurf noch höher setzen. Also achtet ganz gezielt darauf, dass ihr versucht, euch eine hohe Treffhöhe anzueignen. Quasi so, als wenn ihr oben auf dem Schrank irgendwo was greifen wollt. Ja, so bekommt ihr den Arm gestreckt und könnt natürlich dann auch von da aus eine gute Treffhöhe anpeilen, um den bestmöglichen Winkel aufs Feld zu haben. Und dadurch natürlich auch hier eure maximale Kontrolle und Beschleunigung rauszuholen. Und kommen wir zur dritten Sache, dem sauberen Treffpunkt. Das ist A und O und entscheidend dafür, wie viel Energie von meinem Schlag, von meiner Bewegung aus in den Ball übertragen wird. Deswegen ganz gezielt darauf achten, dass ihr am Anfang, wenn ihr euren Aufschlag übt, den Aufschlag nicht zu schnell macht. Weil je schneller ich den Aufschlag mache, desto eher neige ich dazu, den Ball irgendwo in Richtung des Rahmens zu treffen. Und dadurch verliere ich automatisch Energie. Deswegen solltest du ganz gezielt darauf achten, dass du immer im Sweet Spot des Schlägers arbeitest. Weil hier ist die Energieübertragung 100%. Ja, ist ähnlich wie beim Trampolin. Wenn ihr auf dem Trampolin hüpft, ist in der Mitte natürlich immer der Punkt, wo es am meisten federt. Und das ist beim Tennisschläger auch so. Deswegen ganz gezielt, um eure Konstanz zu erhöhen, sollte der Treffpunkt sauber in der Mitte sein. Beim Aufschlag könnt ihr ruhig ein bisschen nach oben gehen, weil ich dann natürlich auch automatisch meinen Hebel noch ein bisschen verlängere. Aber haltet Abstand vom Außenrand, weil hier verliere ich nämlich automatisch Energie. Wenn ich jetzt den Ball, ich sag mal, hier am Rand ticken lasse, schaut euch das mal an, ich lasse ihn in der Mitte ticken, ja, der Ball kommt so hoch. Wenn ich am Rahmen ticken lasse, dann verliert der Ball automatisch Energie. Und das sollte natürlich bei einem Aufschlag nicht sein, weil der Aufschlag soll dein Vorteil sein, mit dem du deinen Punkt eröffnest und dadurch natürlich auch mehr Punkte erzielen kannst. Also achtet gezielt darauf bei euren Aufschlägen, dass ihr versucht, die Geschwindigkeit nicht so hoch zu wählen. Das ist immer so 80% Maximalgeschwindigkeit. Ja? Und was natürlich ganz wichtig dafür ist, ist, dass ihr versucht, so lange eure Augen auf den Ball zu richten, bis der Ball quasi durch die Seite geht. Weil wenn ich meine Augen zu früh rausziehe, sehe ich gar nicht mehr, ob ich da oben den Ball sauber getroffen habe. Ja, als erfahrener Spieler merkt man sowas natürlich oder hört sowas natürlich. Aber wenn ich auf dem Weg dahin bin, ein erfahrener Spieler zu werden, dann gibt es da noch manchmal Probleme. Also achtet gezielt darauf, dass ihr versucht, wirklich euren Aufschlag im Sweet Spot zu treffen, sodass da wirklich auch was rauskommt aus eurem Aufschlag. Und dadurch erhöht ihr natürlich automatisch die Konstanz und die Kontrolle und könnt die Energie, die ihr investiert, auch dann für den Ball einsetzen. So, das waren die drei Punkte, mit denen du in der Lage sein wirst, deinen Aufschlag von der Konstanz her und Stabilität her zu verbessern, um dann wirklich auch mehr aus deinem Aufschlag rausholen zu können. Also achte vor allem hier auf die flüssige Bewegung bis zum Treffpunkt, dass du versuchst, den Schlag in einem Schwung durcharbeiten zu lassen, um deine Energie nicht zu verschwenden. Zum Zweiten natürlich hier auf die Höhe des Treffpunktes, weil je höher der Ball geschlagen wird, desto besser ist der Winkel aufs Feld, eröffnet dadurch automatisch mehr Raum als Aufschläger. Und zum Dritten natürlich hier auch den sauberen Treffpunkt, der entscheidend dafür ist, wie viel Energie, wie sauber deine Energie auch zum Feld hingetragen wird. Also wende diese Punkte für dich an und wenn du das Maximum aus dem Aufschlag rausholen willst, dann lad dir hier unter dem Video die kostenlose Videoreihe runter, in der ich dir zeige, wie du Schritt für Schritt deinen Aufschlag verbesserst. Also ich wünsche dir nun ganz viel Erfolg beim Umsetzen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, dein Sven.